gibt's heute Fußball? Was meint ihr, gibt es Fußball heute? Nein, nicht bekannt. Oder ist es kalt? Nee. Heute sind so wenig Leute da. Kann bis heute Abend kommen mehr. Ich glaube schon, ja. Es wird ja immer schöner draußen. So, wir haben kurz auch gehört über Zachäus, über Zöllner, dass Jesus ihm gesagt hat, komm schnell herunter, ich will heute bei dir Gast sein. Und wir wollen diese Gedanken in uns wirken lassen, auf welchem Baum sitzen wir, auf welchem Baum sitzt du selber. Kannst du nicht runterkommen? Wenn du nicht kannst, bittet Jesus, dass du von mancherlei Belastungen befreit werden kann, frei sein kann, dass Jesus als Gast in unser Herzen sein kann. Diese Monate ist eine besondere Monate. Was ist das? Wir denken viel an arme Seelen. Das ist in der katholischen Kirche was Besonderes, weil wir glauben, nachdem wir gestorben sind, dass es ein Leben gibt. Und Jesus sagte, so wie wir Johannes Evangelium 14, 1 und 2 lesen, ich gehe und ich tue für euch Wohnungen vorbereiten. Wollen wir diese Wohnungen in Anspruch nehmen? Oder gibt es keine Wohnungen, für uns vorbereitet ist? Es kostet nichts. Brauche nicht um die Miete kümmern. Brauche auch nicht vorher schon reinschauen, passt es zu mir oder nicht. Wir kommen an, da wird uns gleich empfangen. Wollen wir hingehen? Ja, dann ist gut. Wir selber denken an die Verstorbenen, aber manche meinen, es gibt es nicht und was weiß ich, verschiedene Gedanken darüber oder Meinungen darüber. Aber wir sollen nur eine Meinung haben, was Jesus zu uns gesagt hat durch sein Wort. Das ist wichtig, dass wir Bibel lesen, dass wir besser verstehen, alles was der Herr zu uns spricht und gesprochen hat. Nicht nur, wenn der Pfarrer vorliest, da hören wir das Wort Gottes. Wir sollen täglich Wort Gottes lesen. Gott ist barmherzig. Solange wir leben, können wir unsere Sünden bereuen und auf seine Barmherzigkeit vertrauen. Aber wenn wir gestorben sind, können wir nichts mehr für uns selbst tun. Den Zeitpunkt, wann wir sterben, können wir nicht selbst bestimmen, wie wir im Buch Kohelet 8b lesen. Es gibt keine Macht über den Sterbetag. Weil die Verstorbenen nichts mehr für sich selbst tun können, sind wir Lebenden verpflichtet, für sie zu beten. Viele Menschen wissen nicht, wie wichtig das ist, dass wir unsere verstorbenen Angehörige beten und heilige Messe für sie lesen lassen. In Indien, in Kerala, in unserer Umgebung, da ist sehr wichtig, wenn jemand gestorben ist, so viele heilige Messe werden gelesen lassen. Zum Beispiel, unsere Eltern sind schon, unser Vater ist schon seit 1981 gestorben, gell? Ja, Papa ist 80 gestorben. Und jedes Jahr, 29. Oktober, kommen alle Kinder zusammen, Kinder und Kindeskinder. Eine heilige Messe wird gefeiert. Dann gehen wir gemeinsam zum Grab, auch bei Mutter, bei Eltern, versteht ihr? Und das geht, wie lange, weiß ich nicht. Oder zur Zeit, wenn jemand stirbt, 40 Tage lang jeden Tag Heilige Messe lesen lassen.
Könnt ihr es vorstellen? Und das ist, was wir noch tun können für unsere Angehörige. Die glauben nicht, viele Menschen glauben nicht, dass es nach dem Tod eine Auferstehung gibt. Aber in unserem Glaubensbekenntnis beten wir: Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Kennen Sie das Gebet? Sicher. Beten wir ganz bewusst: Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Dazu lesen wir auch im Katechismus der katholischen Kirche unter Nummer 995. Zeuge Christi sein heißt, Zeuge seiner Auferstehung sein. Apostelgeschichte 1,22 heißt, mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Sie schreiben das. Die christliche Auferstehungshoffnung ist ganz durch die Begegnungen mit dem auferstandenen Christus. Dadurch ist es geprägt. Wir werden gleich ihm, mit ihm und durch ihn dann auferstehen. Ist Jesus auch heute unter uns? Ja. Ist er da? Ja. Auch wenn wir ihn nicht sehen. Ja. Bin froh, dass sie dabei ist, sie als Zeugin, was ich da erzähle. Letzte Woche waren auch viele Kranke dabei. Eine Zeugnis möchte ich Ihnen gleich sagen. Wir haben für viele gebetet, verschiedene Krankheiten. Da kam eine ältere Frau. Und später habe ich erfahren, sie ist so alt wie ich. Ich habe gemeint, sie ist vielleicht 20 Jahre älter. Sie war so schwach. Und letztes Jahr war sie auch da, weil sie schwerhörig war. Sie konnte nicht hören richtig. Und Jesus hat sie geheilt. Und diesmal ist sie wiedergekommen. Sie hat gesagt, ein Auge ist ganz blind. Andere nur noch ein bisschen, sieht sie. Und die Tochter hat sie geführt. Und sie kam als Letzte zu beten. Dann habe ich Pfarrer Huber leise gesagt, er war dabei. Ich habe gesagt, jetzt schreien wir zu Jesus, dass er sofort, jetzt heilt. Und wir wissen ja, dass er da ist. Und warum soll er nicht heilen? Und so habe ich gebetet, wir zwei zusammen. Was hat sie gemacht? Sie war gelegen, sie ist aufgestanden, hat sie gesagt, bist du eine hübsche Schwester? Nein, das heißt nicht, dass ich hübsch bin. Sie hat erst einmal mein Gesicht gesehen, versteht ihr? Die ganze Zeit hat sie nicht richtig gesehen. Vielleicht hat sie gemeint, ich habe so ein komisches Gesicht, schief oder was weiß ich. Kann ja sein, weil sie nicht gesehen hat. Könnt ihr euch vorstellen? Alles war mit Hornhaut überzogen. Ganz blind, ein Auge ganz blind. Und ich sofort habe gesagt, und wie viel sind das? Drei, wie viel sind das? Vier. Und alles ganz schnell, schnell hat sie gezählt. Hat sie gesehen. Dieser Jesus ist auch hier, oder nicht? Also, denn es gibt doch so viele Stellen im Heiligen Schrift. Zum Beispiel Jeremia 33,3. Rufe mich, ich werde dir eine Antwort geben. Du wirst unfassbare Dinge erfahren. Und das ist für mich wichtig. Das habe ich gesagt, du hast uns versprochen. Rufe mich, ich werde die Antwort geben. Und jetzt gibst du mir eine Antwort. Aber das hat so schnell passiert. Nicht wenn und aber. Jesus hat sofort geheilt. Ist das nicht wunderbar? Manche haben ja gesagt, ja, es kann sein, wir waren ja nicht dabei. Aber sie war dabei. Die Barbara war auch dabei. Wo ist die Barbara? Wer ist Barbara? Geh mal auf, dass sie sehen. Das ist die Barbara. Sie hat die Musik gemacht. Habe ich richtig erzählt? Ja. Nur was wir gebetet haben, haben die alle nicht gehört. Nur Pfarrer Huber und ich. Ich habe gesagt, jetzt beten wir, schreien wir zu ihm. Denn Jesaja
65, 24 steht geschrieben. Während ich rufe, er gibt schon Antwort. Ich muss nur alle Verheißungen glauben, was er geschrieben hat. Es kann so vieles geschehen, mit großem Vertrauen, wenn wir beten. Das heißt, dazu muss ich noch sagen, wie du willst. Aber meistens kann er mir nicht Nein sagen. Halleluja. Wisst ihr warum? Schon vorausdanken, da kann er nichts ändern. Ihr müsst das lernen, diese Gebetsweise. Vorausdanken. Ich danke dir voraus, dass du mir das jetzt ermöglicht. Wollt ihr das Gebet aufschreiben oder was? Ja, wir lesen im zweiten Buch der Makkabäer, Kapitel 12. Wir lesen schon damals im Alten Testament schon dieser Glaube, dass die für Toten auch dass sie Opfer bringen, dass sie Geld sammeln und dass sie dann für Gottesdienst halten, Geld geben, schon damals. Aber heute, wenn sie irgendwo hingehen, manche Leute kommen und sagen, der Pfarrer hat gesagt, das ist jetzt nicht mehr so, das muss nicht sein. Vielleicht einer oder andere weiß das nicht. Aber dann müssen sie nur Bibelstelle zeigen. Müssen sie sagen, der Makkabäer, Judas, veranstaltete eine Sammlung, an der sich alle beteiligten und schickte etwa 2000 Silberdrachmen nach Jerusalem, damit man dort ein Sündopfer darbringe. Damit handelte er sehr schön und edel, denn er dachte an die Auferstehung. Hätte er nicht erwartet, dass die Gefallenen auferstehen werden, wäre es nämlich überflüssig und sinnlos gewesen, für die Toten zu beten. Auch hielt er sich den herrlichen Lohn vor Augen, der für dich hinterlegt ist, den Frömmigkeit sterben. Ein heiliger und frommer Gedanke. Darum ließ er die Toten entsühnen, damit sie von der Sünde befreit werden. Welche Sünde die begangen haben? Nachdem diese Gefallene, diese beim Krieg, ich habe nicht alles aufgeschrieben, Judas gegen eine andere Gruppe, und Judas seine Seite, die Menschen, haben sie alle Amulett getragen. Das war nicht erlaubt, aber unterm Kleider haben sie Amulette getragen. Und dadurch haben sie verloren, ihr Krieg. Das hat man nachher festgestellt. Gott war nicht mehr ihre Seite, weil sie fremde Götter auch geglaubt haben. Sie haben gedacht, sie gewinnen diesen Krieg. Und deshalb, sie sind in Todsünde gestorben, in Sünde gestorben, denn deshalb hatte Judas für sie Gottesdienste bestellt in Jerusalem. Wir sehen hier, dass die Menschen schon im Alten Testament für die Verstorbenen gebetet und Sündopfer gebracht haben. So lassen wir auch heute immer wieder Heilige Messe für unsere Verstorbenen lesen. Es ist wichtig, dass wir für unseren Stammbaum, das heißt für unsere Vorfahren, Heilige Messe lesen lassen, damit nichts Negatives von ihnen auf uns übergeht. Denn wir lesen im Buch Exodus 34, 7. Er bewahrt tausende Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg, lässt aber den Sünder nicht ungestraft. Er verfolgt die Schuld der Väter an den Söhnen und Enkeln, an der dritten und vierten Generation. Glaubt ihr das? Oder manche spüren das? Manche spüren das. In vielen Gesprächen hören wir, dass in der Familie immer wieder die gleichen Probleme und schlechten Gewohnheiten oder Süchte wie beim Vater und Großvater festgestellt werden. Tatsache ist, dass wir nicht nur viel Geld oder ein Haus als Erbe bekommen. Wir erben auch die Schuld unserer Vorfahren.
wenn sie schlechte Geschäfte, Unrecht Geld verdient haben sollte. Und sie erben das. Gott sieht die Tränen von diesen armen Menschen. Denn damit wird ihnen auch schlecht gehen, weil das nicht gut verdiente Geld ist. Versteht ihr? Ja, von einer Tante von Amerika habe ich 3 Häuser geerbt. Aber in unserer Familie ist nur noch Probleme. Sie wissen nicht, wie sie das Geld gemacht haben. Und deshalb, ob wissen oder nicht, es ist wichtig, dass wir die Verstorbenen beten. Wir lesen in Exodus 20,5. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Bei denen, die mir Feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an den dritten und vierten Generationen. Ich möchte Ihnen eine Erfahrung erzählen. Bei mir war eine hübsche Frau, aber traurig, verzweifelt und hat gesagt, ich habe ein Kind, einen Sohn, er ist inzwischen 14 Jahre alt. Er ist unmöglich, unruhig, streitmachende Art. Bei schwer erziehbaren Kindern ist er. Und jetzt haben die Behörde vom Gesundheitsamt festgestellt, man kann ihn nicht mehr vertragen oder ertragen. Er soll drogenhaltige Medikamente bekommen, damit er ruhig gestellt wird. Jetzt fragt sie mich, was sie machen soll. Ich habe gesagt, das hat mit Drogen nichts zu tun. Oder es kann auch nicht helfen. Es liegt in der Tiefe an der Wurzel. Aber ich muss sie fragen, waren sie mit dem Kind beim Wahrsager oder so? Nein, ja schon. Aber da war es schon so. Mit 2 Jahren hat man festgestellt, er zerstört alles. Er macht alles kaputt und schreit, 2-jähriges Kind. Und er sagt, das kann doch nicht sein. Was war denn während der Schwangerschaft mit Ihnen? Dann habe ich immer wieder gefragt und einmal sagt sie, ich habe gesagt, wer war Wahrsagerinnen vielleicht in der Familie? Ja, unsere Großmutter war Wahrsagerin. Und was macht Wahrsagerin, richtige Wahrsagerin? Sie unterschreibt mit eigenes Blut ihre Kinder und Kindeskinder. Unterschreibt sie mit Blut. Auch das Kind gehört dazu. Was kann das Kind dafür? Habt ihr mich richtig verstanden? Und deswegen, arme Junge, er kriegt nur Schläge und Schreien. Alle Menschen mögen ihn nicht, weil er selbst so unruhig ist. Und seine Zähne waren so komisch gestanden. So richtig, wenn man anschaut, sieht er schon anders aus als normale Kinder. Aber was kann er dafür? Ihr habt alle verstanden? Die Mutter war verzweifelt. Ich habe gesagt, ich kann nichts sagen, ich kann nur eins sagen. Sie haben viel zu tun, viele heilige Messe lesen lassen für diesen Urgroßvater. Und für Kind beten, viel beten. Ich habe nichts mehr gehört von ihnen. Im Buch Jesaja 65,7 lesen wir, ich zahle ihnen den Lohn aus für ihre Schuld und die Schuld ihrer Väter, spricht der Herr. Wir lesen in Jesus Sirach 41,6. Dem Sohn des Verbrechers geht die Herrschaft verloren, seine Nachkommen leben
für immer in Schande. Wir wissen nicht, wie unsere Vorfahren in dieser Weise gesündigt haben oder ohne Reue gestorben sind. Deshalb ist es nicht nur wichtig, für unsere eigenen Sünden um Vergebung zu bitten, sondern auch für die Sünden unserer Vorfahren. Wenn Sie selber nachdenken, in den letzten 100 Jahren haben die Menschen auch gesündigt, indem sie Krieg geführt haben, oder nicht? Muss nicht selbst persönlich nicht dabei gewesen sein, aber vielleicht ihre Angehörigen. Wie viel Unrecht ist geschehen? Ich habe einmal erfahren von einigen Familien von Polen, von gleichem Dorf war bei uns bei Gespräch, vielleicht vor 12 Jahren. Was war Inhalt? In diesem Dorf gibt es so viele Selbstmord. Weiß niemand warum. Und ich habe nur eine Frage gestellt. Während der Kriegszeit ist was dort passiert. Dann hat mir ein Mann erzählt, ich weiß nur von Ihnen, von Leuten, dass die Soldaten, Gefangene, sind durch diesen Ort gezogen worden, gebunden und ganz einfache, so Nacht, vielleicht so Anzug, dünnes und war sehr kalt. Die müssen viel laufen. Die haben mit immer gezogen, alle mit Kette. Und diese Menschen im Dorf, wo sie das sehen, dann machen sie alles zu. Dürfen ihnen nichts geben, kein Wasser zum Trinken geben und nichts. Das war ein Ort in Polen, ich weiß nicht, wo das war. Und diese, jetzt haben sie, oder vor 12 Jahren, sie haben so viele Probleme, dieser Dorf, dass viele Menschen haben Selbstmordgedanken. Könnt ihr euch vorstellen? Ich habe allen gesagt, ich soll viel Heilige Messe lesen, Gregorianische Messe lesen lassen. Durch Krieg wurde viel unschuldiges Blut vergossen. Viele sind aus ihrer Heimat vertrieben, oder nicht? Und wie viele Menschen haben hier irgendwo Hilfe gesucht? In Konzentrationslagern gab es Massentötungen. Viele junge Menschen starben an der Front. Was meint ihr, wenn der andere, der Gegner, einen Totschießer tut? Was meint ihr, was dieser Mensch normal macht? Der verflucht, oder? Der Sterbende. Er kann nichts machen, aber wer hat diese Kraft, diesen Moment, Jesus, ich sterbe für dich, versteht ihr? Aber viele Menschen haben das nicht. Vielleicht haben sie so viel gekämpft, sie sind total am Ende, jetzt kommt einer und schießt tot. Diesen Moment kann er nicht vergeben. Und das war vielleicht einer von ihren Angehörigen. Wie viel Gebet braucht er? Er ist getötet worden und trotzdem in Hass. Versteht ihr mich? Stelle mir nur so vor. Deswegen es ist sehr wichtig, beten. Einmal war eine junge Frau bei mir mit 5-jähriges Kind. Und sie hat gesagt, er schreit in der Nacht. Wenn ich Weihwasser spritze, schreit er noch mehr. Wenn ich in der Hand Kreuz gebe, schreit er auch noch. Was soll sie machen? Ich habe gesagt, wir beten. Und was habe ich gesehen? Ein älterer Mann mit grauer Schnurrbart. Und so Stehkragen wie früher, hat er so Anzug an. Und wer ist das? Wer kann das sein? Er hatte viele Orden hier hängen, so Schilder, was er gewonnen hat. Dann sagt sie, das ist der Onkel von meinem Mann. Während der Kriegszeit in Münchner Gegend gelebt. Der hat viele Menschen, unschuldige Menschen,
nach Dachau gebracht. Jedes Mal hat er ein Schild mehr bekommen, ein Ort. Was bedeutet, dass ich ihn gesehen habe im Bild? Er braucht Gebet. Und das geht auf das Kind über jetzt. Ne? Aber es ist in Ordnung, es ist besser, alles weg von Gebet. Also nur einfach zu denken. Vielleicht habe ich schon mal erzählt Ihnen eine Geschichte. Eine Familie, ein Mann, er hatte eine angestellte Frau in der Küche gehabt und sie wurde schwanger von ihm und dann hat sie ein Kind bekommen. Aber sie konnte nicht das Kind erziehen oder sie hat nicht so viel Geld. Sie hat gesagt, sie will jeden Monat Geld haben, sonst erzählt sie in dieser Familie alle Leute, ja, dass er das schuld ist, dass sie schwanger ist. Und er hat gesagt, gut, sie bekommt monatlich Geld. Aber das Geld hat er immer der Pfarrer im Ort gegeben, dass der Pfarrer ihr gibt, damit niemand sieht, dass er bezahlt, dass nicht rauskommt. Und es war ein Franziskanerpfarrer. Und er hat das regelmäßig ihr gegeben. Und sie kam jeden Monat regelmäßig Geld abholen. Später wurde sie wieder schwanger, von gleichem Mann. Dann hat er gesagt, du musst das Kind abtreiben. Dann hat sie gesagt, ja, aber sie bekommt trotzdem Geld. Und er hat sie zu meinem Arzt geschickt. Irgendwie, das Kind ist abgetrieben worden, aber die Frau ist auch gestorben. Getötet oder mit Absicht oder war tot. Und was hat der Arzt gemacht? Diese Leiche in eine Hülle gewickelt und der Pfarrer Grundstück reingeworfen, damit der Pfarrer das gemacht hat. Könnt ihr euch vorstellen? Und es war schlimm. Und viele Gegner waren da, die haben Geld gekriegt von ihm, von reichen Doktor, und die haben falsches Zeugnis gegeben. Sie haben gesehen, dass die Frau oft da war und ins Haus reingegangen ist und möglich vieles. Und so, er war im Gefängnis 30 Jahre lang, der Pater. Habe ich selbst in der Zeitung gelesen, 96, wo ich zu Hause war. Der Franziskanerpfarrer war heiligmäßiger Priester. Und weil er gut war, hat man ihn entlassen. Eigentlich wollte es ihn töten, aber das haben sie nicht gemacht, Todesstrafe. Und er ist dann entlassen und er war am Berg oben, eine Hütte hat er gebaut und er war da drin gelebt. Und einmal kam ein Auto, eine ältere Frau und zwei Söhne und zwei behinderte Kinder dabei. Sie haben erzählt, sie waren bei der Exerzitien, weil die beiden Söhne behinderte Kinder bekommen haben. Dann hat ein Priester ihnen gesagt, da ist der Vater schuld, der Opa schuld gewesen. Opa hat was gemacht. Sie sehen einen Priester und was weiß ich, was sie Visionen gesehen haben, erzählt. Und die Oma hat das alles gewusst, alte Frau dabei war. Sie war schwer krank, das heißt, sie konnte nicht laufen. Und so ist sie im Auto sitzen geblieben. Und sie hat ihre Kinder im Auto erzählt. Die haben das nicht gewusst. Und dann sind sie zum Vater gegangen. Haben sich hinkniet vor ihm und Entschuldigung gebittet. Dann hat der Vater gesagt, ich habe das angenommen, ein bisschen zu leiden. Es ist ja alles in Ordnung. Ich vergebe euch, euer Vater. Und er hat das dann noch einmal wiederholt, was ihm passiert ist. Wisst ihr, wie das geht denn?
Die unschuldigen Kinder müssen leiden, denken wir. Aber das ist ja eigener Vater, Opa. Wir wissen aber nicht, was sie alles angestellt haben. Einfach so zum Denken. Beten Sie einfach für Ihre Vorfahren. Der Vater hat nur gesagt, schade, dass meine Mutter nicht lebt, hat er gesagt. Wenn sie das erfahren hätte, das wäre für sie eine Beruhigung gewesen, ne? Die alte Frau seiner Mutter war. Er war 90 Jahre alt, wo die Familie gekommen ist zu ihnen, zu ihm und erzählt hat. Wir können jetzt hier auch sehen, wie sich das Unrecht des Großvaters auf die ganze Familie ausgewirkt hat. Kinder und Kindeskinder müssen für die Sünden der Vorfahren büßen. In einer Familie waren 3 Kinder, alle 3 haben Asthma gehabt. Und dann kamen diese Eltern zum Exerzitienzentrum. Und was haben sie gesehen? Sie haben gesagt, sie sehen einen älteren Mann mit einem Mädchen, vielleicht 16 Jahre alt. Er hat sie missbraucht und danach ins Meer gedrückt, Hals zugedrückt und getötet. Niemand hat was gemacht. Und wer weiß das? Gott weiß alles. Und Kindeskinder haben alle 3 Atemnot. Habt ihr verstanden? Da müssen wir nachdenken, was kann das sein? Warum alle 3 Kinder gleiche Krankheit? Wir haben ein grünes Heft da hinten liegen. Seite 13 ist ein Gebet. Das Heft heißt Botschaft der Erlösung. Für Vorfahren beten jeden Tag, wann sie wollen. Genauso manche Familie gibt es Serie Selbstmord. Opa oder Onkel, Cousin, so viel Selbstmordprobleme. Oder nächste Generation schon Selbstmordgedanken, zum Beispiel. Oder auch Alkoholiker, Serie Alkoholiker. Dahinten steckt was, meistens. Beten Sie. Oder manche Familie, die tun nie heiraten. Einfach zusammenleben und keine Kinder haben sie. Kein Nachwuchs für nächste Generation. Muss auch nachdenken, warum das alles ist. In Buch Ezechiel 18, 14 bis 17 lesen wir, nun hat auch dieser Sohn wieder einen Sohn gezeugt. Und der Sohn sieht alle die Sünden, die sein Vater begeht. Er sieht sie, begeht sie aber nicht. Er hält auf den Bergen keine Opfermahlzeiten ab. Er blickt nicht zu den Götzen des Hauses Israel auf. Er schändet nicht die Frau seines Nächsten. Also er macht alles nicht, was sein Vater gemacht hat. Er lebt mit Gott. Er unterdrückt niemand. Er fordert kein Pfand und begeht keinen Raub. Dem Hungrigen gibt er von seinem Brot, den Nackten bekleidet er. Er hält seine Hand von Unrecht fern. Er nimmt keinen Zins und treibt keinen Wucher. Er befolgt meine Rechtsvorschriften und lebt nach meinen Gesetzen. Dieser Sohn wird nicht wegen der Schuld seines Vaters sterben. Er wird bestimmt am Leben bleiben. Alle haben alles verstanden? Wir müssen nicht nachmachen. Manche Frauen bringen Söhne zu mir. Gucken Sie mal, er ist Alkoholiker. Wissen Sie, er ist nicht schuld. Sein Vater trinkt auch. Aber er kann doch entscheiden, oder nicht? Muss er trinken? Was meint ihr? Muss er alles Gleiche tun, was der Vater gemacht hat?
Gott ist barmherzig. Wenn die Nachkommen nicht all das Schlechte nicht nachmachen, rechnet er die Sünde der Vorfahren nicht an. Und wenn wir beten für sie. Gibt es Fegfeuer? Woher wissen Sie so genau? Das steht auch in der Heiligen Schrift geschrieben. Viele moderne Menschen sagen, es gibt kein Fegfeuer. Braucht man gar nicht beten und das ist also Leben. Wenn du gestorben bist, steht schon alle Engel und Heiligen, sie zu empfangen und heben hoch und stellst ein großer Thron noch dort ist, da drauf setzen. Ja? Wie schön, gell? Und kann leben, wie ich will. Gott ist so gut, Gott ist barmherzig. Gott ist barmherzig, solange du lebst. Er gibt dir Zeit, solange du lebst. Wenn du gestorben bist, dann müssen die Angehörigen bitten um die Barmherzigkeit, falls man noch nicht in die andere Seite, wo Hitze ist, reingekommen ist. Wie heißt es, dieser Ort? Was? So was sagt ihr? Es gibt doch keine Hölle. Gibt es Hölle? Ja. Deswegen sind sie so aktiv beim Gebet, ja? Schön. Das ist gut. Also wir lesen in Katechismus der katholischen Kirche Nummer 1030. Wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert ist, ist zwar seines ewigen Heiles sicher, macht aber nach dem Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in die Freude des Himmels eingehen zu können. Ja, macht aber nach dem Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen. Und wo ist das? Fegefeuer. Gott ist heilig. Auch alle Menschen, die im Himmel sind, heilig. Deshalb können nur reine Seele in den Himmel kommen. Der Reinigungsort ist das Fegefeuer. Wer kennt Schwester Faustina? Direkt, ja? Wir waren, glaube ich, vor 3 Wochen bei Faustina, oder? Wann war das? Etwa 3 Wochen. Ja? Ja, es ist schön, bei Jesus sein. Ich habe viele schöne Erfahrungen gemacht mit ihr. Wir lesen im Tagebuch der heiligen Schwester Faustina, wie sie mit ihrem Schutzengel das Fegfeuer besucht hat. Sie schreibt: Plötzlich befand ich mich in einem nebligen. Passen Sie auf, wo wir da hinkommen, falls vielleicht kommen sollte, dorthin kommen sollte, wie das aussehen. Ja, das muss man ja wissen, ne? Sie schreibt: Plötzlich befand ich mich an einem nebligen, mit Feuer erfüllten Ort bei vielen leidenden Seelen, im Fegfeuer. Diese Seelen beten sehr innig, doch ohne Wirkung für sie selber. Nur wir können ihnen zu Hilfe kommen. Die Flammen um sie berührten mich nicht. Schwester Faustina schreibt: Mein Schutzengel verließ mich keinen Augenblick. Ich fragte die Seelen, was ihr größtes Leid sei. Übereinstimmend antworteten sie mir, ihr größtes Leiden sei die Sehnsucht nach Gott. Ich sag auch die Gottesmutter, wie sie die Seelen im Fegfeuer besuchte. Sie bringt ihnen Linderung. Ich wollte noch mehr mit ihnen reden, doch mein Schutzengel gab mir ein Zeichen zu gehen. Eine innere Stimme sagte mir, schreibt Schwester Faustina, meine Barmherzigkeit will dies nicht, aber die Gerechtigkeit verlangt es.
Die Entscheidung liegt bei mir. Soll ich unbedingt dorthin gehen? Wann schon Himmel vorbereitet ist? Was meint ihr? Wenn wir mal buchen für Himmel jetzt, kostet nichts. Plätze sind genug da oben, habe ich gehört. Nur wir müssen Ja sagen dazu. Und die Schwester Faustina schreibt, seither pflege ich einen engeren Umgang mit den leidenden Seelen. Soweit Schwester Faustina. Es gibt auch Menschen, die behaupten, es gibt keine Hölle. Wer sagt, es gibt keine Hölle? Niemand. Es gibt auch Hölle. Nachdem wir das Haus Raphael geschenkt bekommen haben, und einmal hat der Bischof Diva, habt ihr gekannt, schon mal gehört? Bischof Diva hat uns eingeladen. Schwester Juliana und Frau Doktor und ich, wir waren dort. Die erste Frage von Bischof Diva an mich gestellt, das war so, Schwester Margarita, haben Sie gesagt in Ihrem Vortrag, dass es Hölle gibt? Hat er mich gefragt. Dann habe ich ihn gefragt, gibt es keine Hölle? Dann hat er bei mir Schulter geklopft und hat gesagt, machen Sie nur weiter so. Es liegen zwei Briefe, Beschwerdebriefe bei ihm. Kommt indische Schwester von Indien und bekommt Haus Raphael und erzählt über Hölle. Ja, da kriege ich mir Angst. So, ist das Wahrheit oder nicht? Gibt es keine Hölle? Er hat mir erlaubt, ich darf beides sagen. Deswegen sage ich immer wieder, ob Sie wollen oder nicht. Wollen Sie darüber hören? Ja. Gott sei Dank. Vielleicht, die schon mal gehört haben, kommen nicht mehr. Im Katechismus der katholischen Kirche Nummer 1035 lesen wir über die Hölle. Kennt ihr Katechismus der katholischen Kirche? Wer hat noch keine? Sie zeigen nicht so arg, muss man schon so heben. Sie auch nicht? Mein Gott. Jetzt kommen Sie so oft zu uns. Sie können gleich da hinten eins kaufen, falls Sie Geld haben. Ist jemand da, wo kein Geld hat, das zu kaufen? Nein, sonst hätte ich gekauft, umsonst gegeben. Und wer hat diesen Katechismus der katholischen Kirche in den Glasschrank drin? Noch nicht aufgemacht. Siehst du, es gibt mehr Leute als die, oh lieber Gott, mindestens 40 Leute. Sie haben das und sie benutzen das nicht. Ja, ich will nicht viel dazu sagen. Sie hören wenig über Katechismus der katholischen Kirche, gell? Deswegen wissen wir ja auch nicht, dass so ist. Also, dass es eine Hölle gibt und dass sie ewig dauert. Ewig dauert, nicht nur für kurze Zeit. Die Seelen derer, die im Stand der Todessünde sterben, kommen sogleich nach dem Tod in die Unterwelt, wo sie die Qualen der Hölle erleiden, das ewige Feuer. Die schlimmste Pein der Hölle besteht in der ewigen Trennung von Gott, in dem allein der Mensch das Leben und das Glück finden kann, für die er erschaffen ist und nach denen er sich sehnt. Es ist traurig. Jesus ist am Kreuz gestorben, für jeden von uns. Er will nicht, dass unsere Seele verloren geht. Aber die Menschen nehmen das nicht ernst. Wir sind schwache Menschen, aber wir dürfen jeden Tag neu beginnen, weil wir an Gott glauben, oder nicht?
Wir haben einen rettenden Gott. Wir haben unseren Erlöser. Er hat sein kostbares Blut vergossen für uns, für dich und für dich, für alle. Ende Oktober 1936 müsste Schwester Faustina in die Hölle zum Ort des Grauens hinabsteigen. Sie schreibt in ihrem Tagesbuch: Heute wurde ich durch einen Engel in die Abgründe der Hölle geführt. Das ist ein Ort großer Qual. Seine Ausdehnung ist entsetzlich groß. Die Arten der Qualen, die ich sah, sind folgende. Die erste Qual, die Hölle ausmacht, ist der Verlust Gottes. Die zweite, der ständige Gewissensvorwurf. Die dritte, dass sich dieses Los niemals mehr verändert. Die vierte ist das Feuer, das die Seele durchdringt, ohne sie zu zerstören. Das ist eine schreckliche Qual. Es ist ein Feuer von Gottes Zorn entzündet. Die fünfte Qual ist die ständige Finsternis und ein furchtbarer Gestank. Obgleich es dunkel ist, sehen sich die Teufel und die verdammten Seelen gegenseitig. Sie sehen alles Böse anderer und auch ihr eigenes. Die sechste Qual ist die unablässige Gesellschaft des Satans. Man kann nirgends weggehen, muss immer alles mitmachen. Das war von mir. Die siebte Qual ist die furchtbare Verzweiflung, der Hass gegen Gott, die Lästerungen, Verfluchungen und Schmähungen. Das sind Qualen, die alle Verdammten gemeinsam erleiden. Doch das ist noch nicht das Letzte. Es gibt noch besondere Qualen, vor allem für die Seelen, nämlich Qualen des Sinnes, womit die einzelne Seele gesündigt hat. Damit wird sie auf furchtbare, nicht zum beschreibende Weise gepeinigt. Es gibt schreckliche Höhlen und Abgründe der Peinigung, wo sich eine Qual von anderen unterscheidet. Angesichts dieser entsetzlichen Pein wäre ich gestorben, schreibt Schwester Faustina, hätte mich nicht die Allmacht Gottes erhalten. Der Sünder soll wissen, dass er mit dem Sinnesorgan, mit dem er gesündigt, die ganze Ewigkeit lang gepeinigt werden wird. Ich schreibe darüber auf Gottes Befehl, damit keine Seele sich ausreden kann, dass es die Hölle nicht gibt und auch, dass dort niemand war und man nicht weiß, wie es dort ist. Ich, Schwester Faustina, war auf Gottes Geheiß in den Abgründen der Hölle, um die Seele zu berichten und zu bezeugen, dass die Hölle existiert. Jetzt kann ich darüber nicht reden, denn auf die göttliche Anordnung muss ich das schriftlich hinterlassen. Die Teufel hatten einen großen Hass auf mich, aber durch Gottes Befehl müssen sie mir gehorchen. Was ich niedergeschrieben habe, ist ein schwacher Schatten der Dinge, die ich sah. Eines konnte ich bemerken. Dort sind meistens Seelen, die nicht an die Hölle geglaubt haben. Als ich zu mir kam, konnte ich mich von dem Schrecken nicht erholen, wie sehr die Seele dort leiden. Dabei bete ich jetzt noch inniger um die Bekehrung der Sünder. Ohne Unterlass flehe ich um Gottes Barmherzigkeit für sie. Wenn wir alles bedenken, was wir gehört haben, erkennen wir, wie wichtig das ist, dass wir für die armen Seelen beten.
Gott sei Dank gibt es in der katholischen Kirche extra, dass wir eine Monate, dass wir aufmerksam sind, dass wir mehr für sie beten. Oktobermonat Rosenkranz und November ist für arme Seelen. Ich möchte Ihnen noch einige Stellen vorlesen. Aber vorher möchte ich was sagen zu der Schwester Faustina. Einmal hat mir eine Mitschwester ein Barmherzigkeits-Novene-Buch gebracht von Indien. 1990. Und ich habe gelesen auf das schönes Gebet. Und wir haben gebetet. Einmal hat eine deutsche Frau mir 50 Barmherzigkeit Jesus Novene Bücher gebracht in deutscher Sprache. Also warum bringen Sie mir das? Ich habe damit nichts zu tun. Ich kenne keine Deutsche, wo das betet. Warum soll ich das, warum geben Sie mir? Ja, das hat sie geschenkt. Sie hat gemeint, es gibt hier eine Schwester, die in diesem Altersheim arbeitet und deswegen, das sind Sie, dann gebe ich Ihnen das. Und gleiche Abend ruft eine Frau mich an von Frankfurt. Ich war da mit Ihnen in Frankreich bei Margarita Alacock und deswegen kenne ich Sie. Kennen Sie Barmherzigkeits Novenebücher? Dann habe ich gesagt, ja, warum? Wissen Sie, unser Gebetskreis möchten wir beten. Wie viel haben Sie? Haben Sie 40 Stück? Dann habe ich gesagt, gerne, ich habe ja 40, ich schicke Ihnen. Sie hat Adresse gegeben. Später ruft eine indische Schwester von Bad Mercandheim. Kennst du deutsche Sprache, Barmherzigkeits, Novenebücher? Ich habe gesagt, ja, ich habe. Wie viel brauchst du denn? So 10 Stück. Ich habe das alles eingepackt, noch Sonntag in mein Büro. Bin dann 11 Uhr ins Bett gegangen, Abend. Und einmal beim Schlafen läutet Telefon. Ich habe abgenommen, ja, ich rufe von Schweiz aus. Dann habe ich gesagt, sowas, 11 Uhr rufen Sie mich an. Kennen Sie mich nicht? Sie haben bei uns Exerzitien gehalten und ja, ich kenne ihn, ein Inder. Aber warum rufen Sie um 11 Uhr mich an? Ja, nur wollte wissen, wie es Ihnen geht und alles. Also für mich war das ein Witz, ne? Ja, ist im Moment mein Mann. Fragte mich, ja, ich habe gesagt, ich bin total müde. Heute waren 2 Sterbefälle. Und dann habe ich noch im Büro gearbeitet. Ja, was haben Sie gemacht? Ich habe 40 Bücher eingepackt, 10 Bücher eingepackt und alles, was ich gemacht und viele Sachen erledigt. Dann hat er gefragt, welche Bücher? Dann habe ich gesagt, von Barmherzigkeit Jesus. Dann habe ich ihn gefragt, noch nicht gefragt. Und dieser Moment, ja, ob ihr glaubt oder nicht, ich sehe ein Bild, mal an der Wand, so Lebensgröße von Schwester Faustina und steht so und lächelt mit mir. Ich habe gesagt, mein Gott, Schwester Faustina ist da, habe ich ihn geknirrt. Und der Mann hört zu, was ist? Und habe gesagt, eben war Schwester Faustina da. Sie hat sich so gefreut, dass ich das gemacht habe. Das war der Anfang von dieser Verrücktheit nach. Versteht ihr, das heißt was Schönes. Ich wollte immer viele Menschen die Bilder geben. Dann habe ich manchmal, war ja in alle Länder oft, habe ich viele Bilder mitgenommen, kleine Barmherzigkeit Jesus Bilder. Und wir haben viele Erfahrungen mit Jesus gemacht. Ja, das wollte ich noch sagen. Und jetzt wieder einige wichtige Stellen. Wenn Sie wollen, können Sie aufschreiben und Sie können weitergeben, die Menschen, die nicht glauben, dass es Hölle gibt. Matthäus Evangelium 5,22. Matthäus 5,22 heißt, ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, oh je, du Dummkopf, auch zum Schwester, gell? Steht nicht geschrieben. Du Dummkopf. Ich lache, gell? Sie lachen auch.
muss er ernst nehmen. Soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein, wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein? Mein Gott, wollen Sie gleich beichten gehen? Erstmal zusammenstellen, gell, wie viel mal? Weiß nicht. Jetzt geht's weiter. Wollen Sie weiterhören? Die Stelle aufschreiben? Matthäus 5, 29. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Zum Nachdenken. Das ist nicht nur Augen, auch Hände, und es geht auch weiter. Matthäus 10, 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stützen kann. Noch mehr? Können wir vertragen? Wie das ihnen schlecht wird. Matthäus 5, 29. Bei dich, ah, das habe ich schon gesagt, lauter Eile. Jetzt, Matthäus 23, 15. Weh euch, ihr Schriftgelehrte und Pharisäer. Ist niemand da, Gott sei Dank. Ihr Heuchler. Sind welche da? Nee. Das sind drei. Schriftgelehrten, Pharisäer und Heuchler. Jetzt zieht über Land und Meer, um einen einzigen Menschen für euren Glauben zu gewinnen. Wenn er gewonnen hat, dann macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr selbst. Verstanden? Nicht verstanden hat, noch einmal lesen zu Hause. Matthäus, alles bis jetzt Matthäus, 23, 33. Ihr Nattern, ihr Schlangenbrut, wie wollt ihr dem Strafgericht der Hölle entrinnen? Lukas 12, 5. Ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nicht nur töten kann, sondern die Macht hat, euch auch noch in die Hölle zu werfen. Ja, das sage ich euch, ihn sollt ihr fürchten. Jakobusbrief 3, 6. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Die Zunge ist der Teil, der den ganzen Menschen verdirbt und das Rad des Lebens in Brand setzt. Sie selbst aber ist von der Hölle in Brand gesetzt. Alles ganz deutlich geschrieben, deutsche Sprache. Noch eins? Noch eins? Ja. Offenbarung 19, 20. Aber das Tier wurde gepackt und mit ihm der falsche Prophet. Er hatte vor seinen Augen Zeichen getan, dadurch alle verführt, wie das Kennzeichen des Tieres angenommen und sein Standbild angebetet hatten. Bei lebendigem Leib wurden beide in den See von brennendem Schwefel geworfen. Das war das. Ich möchte Sie bitten, wir haben alle ganzen Tag Zeit zum Nachdenken. Erstens, der Tempel wird gereinigt heute von Jesus selbst. Und dass wir selbst noch Mühe geben, auf welchem Baum wir sitzen, dass wir runterkommen. Es wäre schön. Nicht nur viel reden und lachen und
Man muss ein bisschen nachdenken, was wir hören hier. Wenn Sie nicht alles merken können, kaufen Sie CD oder DVD. Das war das. Wir wollen laut Danke Jesus singen.